Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, Kevin. Und ja, wir sind jeden Tag da, oder? Ihr seht, ein bisschen Zeit ist schon verstrichen, weil ich habe da ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe nämlich den Tipp von den lieben Andi bekommen, tormäßig, wie ich das machen könnte. Ich sag mal so, ich habe es versucht, das hat nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, ich habe... Ach komm, ich zeige es euch nochmal. Ach scheiße, ich habe die aufgenommen. Also, Andi hat mir gezeigt, dass es, wie es funktionieren tut. Mit Kamera. Habe ich probiert. Hat nicht so ganz funktioniert, weil ich glaube, bei mir liegt es daran, weil ich zwei Tore ineinander habe. Quasi, ich konnte von innen, hat das funktioniert, wie bei dir, Andi, wie du dir gezeigt hast. Kein Problem. Das Problem war, sobald ich das von außen angeschlossen habe, hat die Überbrückung nicht funktioniert. Quasi, keine Ahnung, an was das die Lehen hat. Jedenfalls habe ich eine halbe Stunde probiert und ihr macht und getan und ihr seht, das ist hier alles wieder weg. Ich hatte die Schnauze voll gehabt. Ich habe alles weggeschraubt. Alles. Schnauze voll gehabt. Jetzt habe ich alles vorbereitet. Wir werden das wieder mit Holz so rummachen. Danke für den Tipp, aber wie gesagt, wir wollen ja irgendwann mal fertig werden hier mit der Burg. Ich hab's einfach nicht geschafft. So. Gut, aber das Problem, was jetzt ist, ich habe nämlich schon wieder andere Flausen im Kopf. Und dazu brauche ich Eisen. Ich brauche jede Menge Eisen. Logischerweise. Weil erstmal müssen wir hier diesen Rand hier komplett auf Metall aufwerten. So richtig schön. Und ihr seht, ich habe hier schon die Kerben da weggeknallt. Also hier. Habe ich so überlegt. Dann kannst du ja da... Da-Traps drin setzen. Ist blöd, kannst du den Elektroshauen logischerweise nicht reparieren. Ja, jetzt habe ich so überlegt, machen wir Tieren. Einer schießt in diese Reihe rein. Die Seite schießt in die Richtung. Also quasi dir in die und dann, ja, ihr könntet ihr euch vorstellen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil das ist dann doch ein bisschen weiter weg. Weiß ich nicht. Müssen wir probieren. Wie gesagt, das Problem ist aber, wir haben das Problem, dass wir kein Eisen haben. Also, kein bisschen, also ja nicht. Weil, ist nie. So, also ich bin jetzt hier schon ein bisschen am Rumschmelzen. Ich hatte so ja hier immer die Schreithose gehabt, die stand eben hinter mir und ich dann so, was willst du denn? Ja. Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Ich glaube, ich brauche 90 Eisen, ne? Genau. Ich habe das nämlich schon vorher halt eingegeben, habe halt so gekickt und das hat gefehlt. Das heißt, wir müssen noch eben mal in den Keller runter. Alter, mein Inventar ist noch nicht mal leer. Ich habe noch nicht mal geschafft, das Inventar leer zu machen. Nee, 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 nee. Was ist denn hier los? Geht das schon wieder los? 20.000 Baustellen. Aber so kennt man mich. So, ihr könnt dann eigentlich schon wieder zurück. Obwohl ich schon so überlegt habe, ich werde dich nehmen. Ditte für kurz vor der Nase und ditte von Entfernung. Es wird schön. Wenn wir Munition haben. Und übrigens, die Türme haben ja nicht so viele Munition verballert. In denen war noch... In denen, glaube ich, war noch 1000... 100? 1100 Schuss, glaube ich, oder 1300, ich weiß nicht genau. Also hat er gerade mal 1300 verballert. Ich glaube, das liegt daran, weil die hier in Eckerin zielen. Ich muss die später umstellen, dass die in der Mitte rein zielen und hier diese schmalen Wege, das mache ich ja denn. Ob das funktionieren tut? Ich will nichts wissen. Probieren! Wir sind ja erst bei Tag 78. Was soll da passieren? So, na gut, ich habe den Bohrer drinne, Benzin haben wir auch, na denn, ab runter in den Keller, wa? Ist Traum ist das da. Ich wünsche mir einen Elektrobohrer. Oder sowas wie bei Imperium Galactic Survival, stellst du das Ding, bauert alleine. Hör mal auf, wird man nicht so faul. Ja, ich glaube, für eine Person ist die Base einfach zu groß.
Eindeutig. Und die Zombies sind zu schwer eingestellt. Und die Rennzufälle. Würdest du das auf normal stellen, glaube ich, hätten wir ja keine Probleme. Also stellt mir so vor. Ich habe so ja schon überlegt. Weil ich kann die Horn nicht mehr einschätzen. Ich wusste damals bei 48, danach sind die Horn immer gleich geblieben. Aber wie es jetzt ist, ich weiß es nicht. Weil bis jetzt hatten wir eine Steigerung drin. Ich würde sagen, das war eine Steigerung. Das Geile ist, ich bohre jetzt rum und das Tor ist vorne offen. Naja, immer reintreten. So, ich mach mal hier die Fenster an. Ich hab so vorhin über Kopf geschlagen. Ich brauche ja mindestens über 100.000 Eisen. Alter, Alter. Kann man irgendwie Eisen bei eBay bestellen? Also für 7 Days? Geil ist, ich muss jetzt später alles nochmal rendern. Vielleicht wieder schneiden. Wie gesagt, Horde und so. Und ist nicht das einzige Spiel, wie gesagt. Was will ich jetzt? Subsistence, Mensch! Alter, was ist denn los heute? Habe ich mich hier vor aufgenommen? 3 Folgen. Mein Magen ist schon am Durchdrehen. Der Trinke ist schon eingestaubt. Da ist nämlich schon mehr drin. Bitte nö. Ich werde die Folge heute fertig machen. Und dann halt rendern. Also könnte durchaus möglich sein, wenn ihr das seht. Tut mir sorry. Oh nee. Das müsste eigentlich hinhauen. Also vielleicht ist die Hordennacht bloß auf Full HD. Und bitte jetzt erst wieder auf 4K, weil, wie gesagt, ich habe zeitmäßig nur nicht recht. Weil, wie gesagt, es dauert ja noch eine Weile, bis das alt gerendert ist. Oh, Alter, das wird ein krasser Arm. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder vergessen, die Uhr zu aktivieren. Nein, nicht vergessen zu aktivieren, die hat nicht reagiert. Ja, das ist so ein Ding. Also. Meine Uhr. Tastaturmäßig, die läuft richtig gut mit euch. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ich muss was horchen. Ich hab gedacht, ich hab was gehört. Nee, hab doch richtig gehört. Also wenn ich auf was verlassen kann, ist meine Ohren. Wenn sie funktionieren sollen. So, warte mal, ich mach mal kurz die Funze aus. Weil noch hat sie uns nie gesehen, glaube ich. Die macht doch schon wieder alles kaputt. Was will die denn hier ständig? Kann die keinen anderen auf den Sack gehen? Ich glaube, die ist schon tot, wa? Ich habe die gerade noch kurz gehört. Ist die Hirn hier fein? Muss er ja. Nee. Ach ja, stimmt ja. Wenn wir nämlich da unten bauen, sind wir ja unter einem Hotel. Ich glaube, dir kloppt gerade das Hotel auseinander. Ich glaube, die macht gerade das Hotel kaputt. Oder ist die hier drinne? Die ist da drinne.
Da ist er. Da war sie. Hat die jetzt irgendwas angeschrien? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Hau ab! Ich will dich nie hier. Ich hab doch keine Zeit. Mann. Ja. Ich sagte euch, die nervt, das ist schon. Stalking ist das. Mach mal weiter, ich zeig dich an. Blöde Kuh. Muss hier machen, Alter, und die hat nichts anderes, den Kopf zu nerven. Hey Zombie, willst du machen, ne? Nicht in der Birne. So, ist denn das Eisen schon fertig? Weil wenn die jetzt auftauchen tut, dann sollten die Tore fertig sein. Noch nicht mal annähernd. Gut. Hey, wir haben das zweite Tor. Ich bitte. Gut, dann kann ich das Eisen ja gleich mal rinschmeißen, wa? Ach, Spiel. Ich mag dich auch. Tu ich wirklich. Übrigens, ich hab mal so durchgewurstelt, ne? 7 Days. 3500. 3500? Jedenfalls über 3000 Stunden habe ich jetzt in 7 Days. Ui, 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 ui. Ich habe bald ein Finale. Kann ich hier keinen anstellen, der das machen tut? Gut, sie fix. Ist doch eh gleich wieder da. Sag mal, ist es denn clever, wenn ich hier das Eisen fördere? Ich glaub mal nicht. Das ist all bloß wegen Faulheit, ne? So, aber richtig viele Eisen ist auch nicht mehr. Wir haben hier noch ein bisschen was in den Decker. Aber das deckt nicht den Bedarf. Nehmen das Kraft hier alle ein. Ich sehe irgendwann mal kommen, dass das Hotel hier unten drin steht. Schon will er? Das bringt hier nichts. Das ist ja alle kaputt hier. Wie gesagt, ich habe mal so über Tore gepeilt. Also mindestens 110, 120.000 brauchen. Kabin mit alte Känguru. Ich glaube, wir suchen uns eine andere Stelle. Erstmal. Vor allen Dingen sind wir schon hier so tief wieder. Das muss ich ja später alt wieder aus. Leichen. Vorhanden eben. Ich glaube, wir sollten das hier sein lassen. Na bitte. So. Jetzt aber raus. Wie gesagt. Die ganze Schose. Alter Falter. Naja, gut, wa? Okay. Wir haben ja da hinten noch eine Ader. Das ist ja nicht das Problem. Ziehen wir eben halt die Schreithosen nach hinten. Alles gar kein Problem. So, was habe ich jetzt raus? 4000. Das reicht hinten und vorne nicht. Noch nicht mal annähernd.
So, was ist hier drinne? Nichts. Na, das ist aber ja nichts. Dann kommt das mal hier hin, dann sag mal. Mach mal hier das. So, Papa geht erstmal Eisen holen. Knarz. Naja, ich sag mal so, wenigstens kannst du das Tor nicht mehr kaputt machen. Ist ja nichts mehr da. So, wo war denn das Eisen? War das jetzt da drinne? Oder war das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir gleich rausfinden. So, schnell den Poppenruf. So. Naja. Hier ist doch noch irgendwie mal Eisen drinne. Alles ja kein Problem. Wird mal schnell repariert. Und dann geht es los. Wie gesagt, das ist immer irgendwie so. Ein Tag nach der Horde. Wird erstmal Eisen gefarmt. In meinem Fall ziemlich viel. Wenn ich überlege, ich muss ja den kompletten Rand bewerten. Da reichen noch nicht mal 200.000. Weil dafür brauche ich ja den Stahl. Brauchen wir zwar auch. Ich glaube, wir suchen uns in der nächsten Horde eine Base oder sonst irgendwas ein Haus, wo wir unten alle wegfräsen, sollen sie machen, was sie wollen. Und wir schmeißen einfach bloß von oben Granaten runter. Die ist schon wieder da. Mädel, der Diet nicht, muss hier arbeiten, der Diet auch so nicht. Was soll denn das? Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht mehr, wo der Ausgang ist. Kannst du mal kurz runterkommen? Ach, okay. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Der ist nämlich da. Na, komm her. Nun komm, da ist eh ein Loch. Die will nicht. Doch jetzt, zu spät. Ja, du musst noch ein Stück zurück. So, die müsste jetzt da auftauchen. Oh, Alter, Mädel. Ach Gott, sie fix. Muss ich denn jetzt extra hochkommen? Jetzt hat sie mich, oder? Oder auch nicht. Mädel, was denn nun? Wir haben noch eine Ewigkeit. Warte, ich mach's so. Ich mach's dir ganz einfach. SOS. SOS. Das war schnell. Ist da? So, warte mal, ich mach das mal kurz weg. Vielleicht fällt sie ja rein. Ja, komm. Ich glaube, das war nicht die Poseine. Sag mal, guckt ihr mir in Hosenbeine rein? Gut, das Blöde ist jetzt, da kommen wir hier nicht weiter. Die versperren mir den Weg. Könnt ihr mal bitte weggehen? Ja, du auch. Hier, geh mal weg. Dankeschön. Na gut. Erstmal aufgekloppt. Gut, das hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht. Wenn ich jetzt... pass auf, wir holen uns erstmal
Die Kiste? Machen wir so. Ich mache oben alles aus. Dann müsste es sich ja beruhigt haben. Globig. Ich weiß es nicht genau. Weil hier gewinnen wir keinen Blumentopf. Ich glaube, ich muss offline noch ein bisschen Eisen farmen. Und dann muss ich das alt dran klatschen. Ich sag euch, die Alte, die ist stressig. Gerade zur Zeit. Ich verstehe ja nicht, wieso. Ich hab doch bloß... sie im Öfen. Was will die denn? Ist doch halb so wild. Also, ich wollte ja ausmachen. So, ich habe jetzt nichts an. Außer jetzt die Fackel. So, dann nehmen wir mal kurz weg. Wie weit ist denn das da? Du hast so eine Karte, kannst du nachgucken. So, in der Richtung. Das ist hinter Boppe ein ganzes Ende. Uschi! Du kriegst wieder was zu tun. Muss ich aber denn wirklich, denn also nächste Folge, was heißt nächste Folge? Ich muss dann wirklich, keine Ahnung, nachher oder so, muss ich aber Eisen, richtig Eisen, also. Und wahrscheinlich nächste Folge müssten wir auch nochmal Eisen. Also wir werden jetzt die nächste so viele Eisen farmen, bis es uns aus den Ohren rauskommt. Ist eben halt so, ne? Also so ein Ding, so, das war so knapp, das möchte ich nicht nochmal. Und technischerweise. Wenn es geht. Das wäre sehr nett. Ich hoffe bloß, dass es sich lohnt tut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier seit der Alpha 19, also die Pakete, die sind für den Arsch. Damals bist du hier rausgefahren. Oh, Alter. Das musste, da ist das ganze wichtige Zeug drin. Jetzt ist es zur Zeit so. Oh, ja, ist da. Aber brauche ich das? Erstmal nicht. Das war ja clever. Na gut. Mal kicken, was sie geschickt haben. Das sieht schon geil aus. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz hier. Nee. Ich wollte erstmal so. Nee, das wollte ich auch nicht. So wollte ich. Ach, jetzt würde der ja nicht mehr angezeigt. Pium. So. Mir wäre eigentlich lieb gewesen, wenn es so angezeigt würde. Och, gut. Jetzt sieht schon geil aus. So. Aber was da drin ist? Was soll ich damit? Da finde ich in jedem Haus jetzt zur Zeit besseres. Oder? Ja, wie gesagt, die Kisten, die sind alle Murks zurzeit. Kommen wir hinein in das Haus rein. Zeiget euch, wir werden da bestimmt bessere Zeug finden als in der Kiste. Das wird sich lohnen. Was kommt? Wir haben ja in der letzten Zeit nicht genug rumgeballert. Das soll man nur einer verstehen. So, da ist nichts. Jetzt hätte ich mal. Da! Das ist alle. Das ist Blob. Und das ist nicht normaler Blob, das ist Feral Blob. Und der hat Hängebrüste. Das ist ja ekelhaft. Hat ihm aber nichts gebracht. Das ist der neue. Da ist er. Ich mach mal kurz das Licht an. Ist der ekelhaft? Ist das ein Heslo? Alter.
Von denen würde ich mir kein Butterbrot machen lassen. Auch ein Rücken kann entzücken. Schön in den Rücken hier fallen. Naja, dafür ist die Knarre richtig gut. Ha! Was sind die da? Sneaky. Das sind unsere neuen Sneakers. Oh, Jens. Stup. Ich glaube, der ist schon tot. Wie hat der uns gehört? Ich hab den ja noch nicht mal selbst gehört. Hier ist niemand. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Gehen Sie weg. Es ist ein Spider. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man macht hier auf Sandman oder was? Der war eine perfekte Superheldenlandung. Was ist denn das da? Da. Da ist es. Wir schon haben das. Es ist Klopsi. Komm rin. Hier ist es schön. Schön warm. Na, Ema, kannst du mal. Sag mal, sah der schon mal so blutig aus? Jupp. Das war taktisch. Ich hab den geblendet. Da ist ein grüner. Der fällt ja überhaupt nicht auf. Nee. Mhm. Aber so duscht, da ist das ja nicht so. Ach, das ist Blödsinn. Da brauchst du echt ein Nachtsichtgerät. Für so eine Nachttouren. Böser Wauzi. So, ist hier noch jemand? Na gut, mit den Kisten nehme ich nochmal zurück. Also, ist nie doll, aber bis jetzt haben wir nur bessere gefunden. Doch eine Ratsche. So, ja, zwei. Aber wir sind hier auch noch nicht durch. Siehst du? Und ich habe schon Villafant gefunden. Siehst du? Hatte ich doch recht gehabt. So, hier waren wir drinnen. Ist bloß eine Hose. Komisch, aus Hosen holen wir Schuhe. Naja. Was ist das mit dem Haus? Hier sind so viele Ratschen. Juhu. Sag mal, müsste nicht hier irgendjemand drinne sein? Hier fehlt doch was. Ja, da kommst du hier rein. Moment mal. Du kommst hier so rein. Dann ist nebenan der Raum. Da müssten eigentlich Zombies drinne sein. Jedenfalls wartet mal so. Oder das Haus sieht bloß ziemlich ähnlich aus. Das ist durchaus möglich. Aber geht mal hinter hier. Da. Oh, warte mal, was ist denn das? Hallo? Kruzifix. Aber ich habe doch da einen Grünen gesehen. Das hat grün geleuchtet. Bin mir ganz sicher. Gut, was ist hier noch? Da ist der Badehäuschen. Na, kommst du raus? Da ist was hinter versteckt. Wisst ihr, was das geil ist?
Ich hab nur Schmuck bei. Hey. Warte mal kurz, ich muss erstmal die Wummer nehmen. So. Hä? Hallo? Wir sind doch hier draußen. Es ist noch so ein Hässlo. Der hat eingekackt. Der hat Spritzputz. In der Schlüppi. Oh, Alter, zieht sich alle zusammen. Geh weg. Du bist ja ekelhaft. Das ist wie ein Autounfall. Da. Ich muss weg hier. Wieso? Was? Oh. Er wollte bestimmt bloß sitzen. Der war doch eben noch nicht da. Ich bin doch hier drin gewesen. Ist komisch. Gut, jetzt haben wir den auch. Jetzt haben wir den auch gesehen und ich muss sagen, ja, er ist schön ekelhaft. Aber mit der Bremsspur musste das sein? Das ist braun gewesen, das ist kacke gewesen. Los. Abmarsch. Gut. Ich würde mal, wo gehen wir denn jetzt lang? Hallo. Na okay, wie gesagt, ist ja auch ein Horror-Survival-Spiel. Und nicht Pony, Little Pony Survival, wie es irgendwas. Ich hab schon gedacht, ich hab schon gedacht, gesehen. Ja, da ist das nächste Haus. Hey. Sieht fast genauso aus wie das Haus, wo wir eben drinnen waren. Das ist ja komisch. Ja, wie nennen wir den denn? Klopsi können wir nie machen. Wie gesagt, da hat Andi schon geknobelt. Ich nenne den Globig Blob. Blob ist ein schöner Name. Er sieht ja auch aus wie ein Blob. Also. So, hier ist aber kein Hund, oder? Eigentlich müsste hier ein Hund sein. Oder? Oder normal. So. Ich sag, Gott, geht nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn ditte? Arschbombe. Oh. Hunde. Jetzt kann ich mich erinnern, wo die Hunde sind. Da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen. Wartet nicht hier? Zombie? Ah, ich hab einen Zombie. Hab ich dich erwischt. Du alte kleine Kackbratze. Sie haben hier ein Loch in der Wohnung. Da ist er schon wieder. Alter, voll in dem Rücken. Ihr Fallen. Jetzt stell dir mal vor, du löfst hier hoch, denkst an eine Schlümmel und dann hast du so ein Specki vor der Nase.
Das ist bestimmt ein richtig geiler Anblick. Der wird sich für Ewigkeiten ins Gedächtnis brennen. Warum habe ich eigentlich... okay, ich habe Mama mit bei. Das passt schon. Ich versteck mich hier hinter. Aber so jetzt von Atmosphäre, wenn du jetzt hier im Dunkeln so langlaufen tust, ist das schon ja nicht so schlecht, wie gesagt. Das fetzt schon. Wie gesagt, und dann die Alpha 20. Ich will die schon haben. Aber ich glaube, oder ich sag mal so, wer nicht. Halt die Klappe. Ich habe vergessen, die zu deaktivieren. Ist hier jemand hinter? Nein. Den habe ich gar nie gesehen. Wie jetzt? Und dahinter ist einer. Und der ist dumm. Alter, wie dumm muss man sein? Okay, das sind zwei. Die haben so wenig Platz, die konnten ja nicht raus. Na, Blobby? Hat nicht so ganz funktioniert, wa? Ich muss mal da durch. Autounfall. Ich muss gucken. Nee, muss ich nicht. Siehst du, und das ist schon mehr als in den in der Kiste. So. Und das Inventar ist voll. Sind die immer noch nie drinne? Hallo. Aloha. Ibims. Wo ist denn hier der Ausgang? Hallo? Mhm. Loot? Was soll's? Echt jetzt? Echt jetzt? Ich wollte gerade sagen. Zum Schluss noch mal was Schönes. Zum Schluss noch was Schönes. Ja, Leute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ein bisschen Blödsinn muss auch sein. Wir sehen uns dann quasi morgen, Villa. Ich muss das erstmal hier alles rendern. Und ich muss sagen, der ist wirklich schön schaurig. Mit seiner Wärmespur. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.